Hallo liebe Freunde da draußen und willkommen zu einem Video, das ich so noch nie gemacht habe. Und zwar geht es mir hier um Red Dead Redemption 2 Online. Red Dead Redemption 2 Online ist für mich so, ich komme immer wieder rein. Ich liebe einfach die Welt, die Rockstar hier erschaffen hat. Ich genieße es hier einfach mit meinem Pferd durchzureiten, meine paar Dailies zu machen und. Aber es gibt ein Problem. Seit 7 Monaten warten wir nun auf neuen Content. Und wir warten und wir warten. Und jede Woche hoffen wir auf positive News. Und was bekommen wir? Nur Scheiße. Was haben wir denn diese Woche jetzt? Jetzt kriegen wir Rabatt auf Scharfschützengewehre. Ja, die meisten von uns haben die verdammten Gewehre schon. Dann schmeißt zumindest neue Waffen rein. Aber nichts. Keinerlei Infos. Rockstar hält sich hier komplett bedeckt. Hier und da mal wieder Leaks, auf die ich gleich komme. Aber sonst schweigen. Das ist nicht die Art, wie man mit seiner Community umgeht. Ihr könnt froh sein, dass es trotz allem immer noch so viele Leute gibt, die diese Spiele spielen. Wahrscheinlich aus denselben Gründen wie ich. Einfach, weil sie diese Welt lieben. Weil es einfach schön ist. Einfach entspannen. Und einfach ist heute mein Lieblingswort. Ja, ein Leak, den ich jetzt gehört habe, ist eine der neuen Rollen, die vielleicht kommen sollen, ist, jetzt passt auf, es wird euch umhauen. Ein Fotograf. Lasst es mal kurz sacken. Ihr habt ein Westernspiel und ihr bringt als Rolle eventuell den Fotografen. Wenn ihr so eine Idee habt, sitzt ihr dann da und denkt drüber nach, ob das, was ihr macht, dem Spieler Spaß machen könnt, beziehungsweise dem Großteil der Spielerzahl. Ich denke, es wird mit Sicherheit ein paar geben, die werden das genießen, hier mit ihrem scheiß Fotoapparat rumzulaufen und einen Hirsch auf der Bolz zu fotografieren. Aber in einem Western-Spiel. Wir sind hier im Spiel harte Kerle. Wir sind Outlaws. Wir sind Kopfgeldjäger. Kein Mensch will hier rumlaufen und Fotos machen. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr eigentlich gleich den Grabstein besteuern für Red Dead Online. Fotograf. Wir haben bereits eine Kamera, wir können Fotos machen, wenn wir das wollen. Wie soll ich mir eigentlich eine Rolle als Fotograf vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Aber Mensch, baut doch auf den Rollen auf, die schon da sind. Wir haben den Kopfgeldjäger. Warum können wir hier nicht das zweigen auf den Sheriff oder direkt auf den Outlaw? Warum gibt es keinen Ranger? So wie in Beecher's Hope. Lasst uns eine eigene Ranch machen. Lasst uns Pferde züchten zum Beispiel. Oder es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr habt das Potenzial von Red Dead Online. Das ist fast grenzenlos. Und trotzdem kommt nichts. Und was kündigt ihr an? GTA 5 für Next Gen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid auf den Spuren von Bethesda. Mal schauen, ob wir auf der PlayStation 7 auch nochmal GTA 5 bekommen. Hurra! Könnt ihr ja noch so eine Retro-Gameboy-Konsole rausbringen mit GTA 5. Sprecht doch endlich mal zu uns. Gebt uns Infos. Ich glaube, ich wette, die Community wäre vollkommen zufrieden, wenn es nur ein kurzer Tweet ist, der streut ein paar Brotkrumen, denen wir folgen können. Gebt uns etwas, woran wir uns festhalten können. Denn so, über kurz oder lang, werden auch die Leute verschwinden, so wie ich und viele andere. Und dann könnt ihr mal gucken, wie ihr die Leute wieder zu Red Dead Online zurückbekommt. Tja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, wir werden jetzt mal was hören. 7 Monate ohne Content, ohne Infos. Das muss nicht sein, Leute. Wie gesagt, ich habe es jetzt mal gemacht, das Video.
Wahrscheinlich wird es nie jemand von Rockstar sehen, aber je mehr von uns die Stimme erheben und was sagen, und wenn es nur einer oder zwei Leute sind und die Message weitertragen, vielleicht erreichen wir dann irgendwann mal Rockstar. Und hoffen wir, dass sie für solche News, für solche Videos empfänglich sind. Oder seid ihr schon so abgehoben und denkt euch, wir machen unsere Kohle schon. 100 mehr oder weniger, mir doch egal. Ich hoffe nicht. Gut, mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich wollte es einfach nur mal raushauen. Wenn ihr derselben Meinung seid wie ich, könnt ihr das Video gerne teilen. Ansonsten wünsche ich euch, die auch noch verblieben sind im Red Dead Online, viel Spaß. Und haut die Griefer weg.